Ich fühle mich top, eigentlich top ausgeruht für die Uhrzeit. Ich bin dann um kurz vor Mitternacht ins Bett und um 4:54 Uhr wieder aufgewacht und gestern auch schon nur 5 Stunden geschlafen. Und es ist alles super. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht mal Kaffee getrunken um die Uhrzeit morgens. Das ist für mich unfassbar. Ja, hallo meine Lieben. In diesem Video geht es um eine Erkenntnis, die ich heute am 26.12.2021 errungen habe und die ich gerne ganz gerne mit euch teilen möchte. Ja, mit mir auch, genau. Und zwar heute, wie gesagt, ist der 26., also der zweite Weihnachtsfeiertag 2021 und es ist gerade 5:28 Uhr morgens. 5:28 Uhr morgens und ich bin kein Frühaufsteher, ja, was auch immer das bedeuten mag. Und ich bin heute von ganz alleine um präzise 4:54 Uhr aufgewacht oder aufgestanden, konnte nicht mehr schlafen, war voller Energie, ich habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken. Und das hat für mich eine ganz große Bedeutung und auch Erkenntnis, da ich gestern auch um 5 Uhr morgens ganz von alleine aufgestanden, aufgewacht bin. Und da spielen dann noch so ein paar andere Dinge rein, noch zwei Videos, die ich gesehen habe von zwei unterschiedlichen Mentoren, die ich verfolge, hin und wieder mal, in letzter Zeit einen wieder mehr wie den anderen. Und da habe ich mir mal gedacht, jetzt schreibe ich einfach mal diese 5 Punkte hier auf, die ich ganz gerne mit euch teilen möchte, denn das ist schon wirklich sagenhaft. Dass ich einfach so um 5 Uhr morgens aufstehe, was noch vor einer Woche undenkbar war, weil da war ich einfach erschöpft, schlapp. Ich habe teilweise mindestens 8 bis 9 Stunden Schlaf gebraucht, um irgendwas arbeiten zu können. Und das Ganze ist gerade mal irgendwie vor 5 Tagen her. Und so, mein Daily Business ist, wie gesagt, Sales und so weiter. Das heißt, da ist Schicht im Schacht. Sobald Heiligabend ist, da kann man da nichts mehr machen. Das heißt, also, so, mein Daily Business ist weg. Und ja, kurzum, ich habe mir hier mal 5 Dinge notiert. Die kannst du eh schon lesen. Und die möchte ich mal ganz gerne mit dir durchgehen und mit dir teilen. Das Ganze habe ich gerade schon angesprochen. Der erste Punkt ist Inspiration durch neue Dinge lernen. Also ich habe gestern mir auf Udemy gibt es ja immer wieder diese Sales. Also glaube ich gestern mir drei neue Kurse gekauft kurz vor Mitternacht noch. Da läuft dann immer dieser Timer runter und so weiter. Aber also drei Kurse habe ich mir dort gekauft zum Thema Active Campaign. Es gibt ein paar Sachen, die ich rausgefunden habe in den letzten 48 Stunden, wo ich mir sage, okay, es lohnt sich vielleicht doch, sich da mal reinzuarbeiten in Active Campaign. Ich habe bis jetzt immer Clicktip benutzt und Mailchimp, da war ich nie so richtig mit angefreundet und so weiter. Das sind so E-Mail-Marketing-Tools, falls du, sagen wir mal, irgendwie dir mal Gedanken gemacht haben solltest, irgendwie dich selbstständig zu machen oder irgendwas Selbstständiges machst oder ja, aus dem Marketing oder Sales irgendwo herkommst und so weiter, dann sagen dir diese Tools wahrscheinlich was, ansonsten eher weniger. Kurzum, der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, ich habe drei, also also so viele Sachen kommen da zusammen jetzt. Ich habe kurz vor 11 noch ein Stück frisch gebackene Ente gegessen und Kartoffeln. So viel dazu, spät abends essen und nicht schlafen können. Oder nicht gut schlafen können, ist auch Nonsens. Ja. Klar, wenn du jetzt den Magen übermäßig voll haust, dann kannst du wahrscheinlich nicht so gut schlafen, aber
Ich fühle mich top, eigentlich top ausgeruht für die Uhrzeit. Ich bin dann um kurz vor Mitternacht ins Bett und um 4:54 Uhr wieder aufgewacht und gestern auch schon nur 5 Stunden geschlafen. Und es ist alles super. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht mal Kaffee getrunken um die Uhrzeit morgens. Das ist für mich unfassbar. Und deswegen auch dieses Video. Also, ich bin einfach, ich habe mir ein Thema rausgesucht und das ist meine Erkenntnis Nummer eins. Wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen, dann aktiviert sich da irgendwas in meinem Geist und der setzt einfach neue Kräfte frei, ja, sozusagen, und lässt mich das absolute Minimum nur schlafen und ja, es ist irgendwie alles dynamischer. Ja. Und es ist nicht das erste Mal, dass mir das auffällt, nur man vergisst es einfach so leicht, wenn man wieder in seinem Alltag drin ist, ja, oder einfach unter der Woche mit Daily Business irgendwie zu tun hat und so weiter. Ja. Und in so Feiertagen da ergeben sich dann plötzlich wieder Möglichkeiten, dass man Dinge erkennt. Also deswegen dieses Erkenntnisvideo. Zweiter Punkt, Entspannung. Nur durch Entspannung kann Spannung entstehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also hier auch wieder lernen, lesen, Sport machen. Ich habe mir 5 verschiedene Bücher gekauft, gestern nochmal bestellt, für die kommen dann jetzt schrittweise am 28., 29., am 30. Also das heißt, noch ist Zeit, diese dann zu lesen, ja, bis sozusagen dann übernächste Woche wieder der Alltag angeht. Ja, da geht es also wirklich wahnsinnsgute Bücher, habe ich sehr viele Reviews gelesen, und keines dieser Bücher, es kostet glaube ich mehr wie 10 Euro, aber die haben es, glaube ich, in sich. Ja. Da geht es auch um Freelancing, Weiterentwicklung und auch viel Mindset-Kopfsachen und so weiter. Ich weiß, Mindset ist halt ein komplett geprügelter Begriff, aber letztendlich geht es um die geistige Einstellung und die ist so unfassbar wichtig. Also, ich habe es jetzt erst wieder gesehen, als ich sag mal, gestern meine Eltern besucht habe. Ja. Und manchmal ist es ja so, dass man. Wenn man Leute wieder mal sieht, die man, sagen wir mal, jetzt nicht immer zu sieht, dass man dann quasi so, ja, irgendwie so Déjà-vus halt dann hat, ja, und einfach dann sieht, wie man selber früher mal war vielleicht oder wie man sich weiterentwickelt hat und woher das Ganze kommt, ja, letztendlich oder aus welcher. Ja, da will ich jetzt nicht weiter eingehen. Auf jeden Fall super interessant auch, ja, so erkenntnismäßig. Dann Ziele analysieren und oder hinterfragen. Ja. Die Ziele, die man, es ist super wichtig, Ziele zu haben. Also ohne Ziele, ich kenne Leute, die haben, oder früher kannte ich viele Leute, die haben nicht so wirklich Ziele gehabt. Das ist ganz, ganz fatal, weil, ja, wenn du kein Ziel hast, kannst auch nirgendwo ankommen, ja. Also, aber einfach die Ziele nochmal hinterfragen und einfach analysieren, ja. Denn Ziele zu haben ist das eine, aber auf die Ziele einzuzahlen ist ja das Entscheidende, ne? Sonst werden die Ziele nie erfüllt. Und zahlt das erstmal die Ziele an sich hinterfragen und analysieren nochmal. Und zahlt das, was ich tue, wirklich zu 100% auf das ein, was ich wirklich will. Ja. Und wenn ja, was ist der konkrete nächste Milestone? Was ich häufig immer mal wieder mache, ist auch, dass ich quasi alles richtig mache. Eigentlich, ich mache meine Ziele und motiviere mich und so weiter, aber dass ich dann quasi nur dieses Endziel halt habe oder sehe. Und gar nicht diese Zwischenziele irgendwie, konkrete Zwischenziele irgendwie mir definiere oder, sag mal, gar nicht bewusst dann wahrnehme, wenn ich meins erreicht habe oder so und dann irgendwie mich verliere auf dem Weg, auf dieses Endziel hin.
Und deswegen da nochmal drüber nachdenken, diese Zwischenziele sind mindestens, wenn nicht vielleicht sogar noch wichtiger als wie dieses Endziel oder genauso wichtig. Weil wir Menschen einfach so funktionieren, dass wir sehen das halt über die ganze Nahrungsmittelindustrie, ja, Schokolade und was weiß ich alles und Kaffee und so. Der Mensch funktioniert über Belohnung. Ja? Also wir Menschen sind eigentlich nicht anders wie Affen oder wie Hunde, ja? Die sich auch nur weiterentwickeln, wenn du sie ständig, wenn sie was richtig gemacht haben, fütterst, ja, mit einem Leckerli oder sowas. Ne? Also es gibt unfassbar nützliche Hunde, die halt irgendwie Drogen suchen und oder Rettungshunde und so weiter. Also die Leben retten, ja, unfassbar, was so Hunde machen können, ja. Also was Menschen gar nicht machen können mit ihrer Nase. Bestimmte Hunderassen zumindest. Ich rede jetzt nicht vom Rehpinscher unbedingt. Aber wie die dann trainiert werden, das ist quasi über Leckerli und so weiter. Ja? Also ständiges Belohnen und so weiter. In sehr kurzen Abständen, zum Beispiel so Drogensuchhunde, die müssen ständig, wenn sie trainiert werden oder wenn sie zum Beispiel auch wirklich was wirklich suchen, ja? Also eingesetzt werden in der echten Welt. Und dann jedes Mal, also in den meisten Fällen sind ja keine Drogen vorhanden, wenn sie suchen, ja, oder sie finden keine, aber dann wird trotzdem immer noch ein kleines Päckchen Marihuana oder so versteckt, ja, dass der Hund bei jedem Mal, bei jedem Suchdurchgang was findet, so ungefähr, um dann belohnt zu werden dafür. Ansonsten verliert der Hund den Bock drauf, ja, verliert der Hund die Lust, ja. An diesem ganzen Drogensuchen, weil der Hund, dem ist es scheißegal, ob Drogen da sind oder Drogen, die gedealt werden oder ob Menschen sich mit Drogen kaputt machen oder nicht. Dem Hund ist es vollkommen Schnuppe, aber ihm ist nicht egal, ob er quasi Leckerli bekommt. Ne? Also von daher, für Menschen funktioniert es nicht ganz ähnlich. Und wenn ich mir jetzt ein riesiges Ziel setze, ah, ich will mir ein großes Haus kaufen, oder ich will eine Familie gründen oder ich will ein Audi, ich spare auf dem Audi S8 hin oder sowas, was totaler Wahnsinn ist. Ich glaube, das Ziel, das habe ich auch schon mal, sind wir auch wieder abgeschafft. Man kann auch Ziele mal wieder abschaffen, weil bei uns hier, ich wohne im Münchner Speckgürtel, also wer hier ein Auto kauft, das länger ist wie 2 Meter, der ist meiner Meinung nach ein Schwerverbrecher, weil wir einfach keine Parkplätze haben. Und ja, was ist, oder so mal, wenn ich jetzt immer noch das Ziel hätte, ein S8 zu haben oder sowas, was wäre das Etappenziel dahin? Ne? Man kann ja erst einmal ein S5 fahren oder ein S3 oder ein Audi Golf oder irgendwas sowas. Ja? Also, ein blödes Beispiel, aber egal. Dann der vierte Punkt, Sinn. Geben meine aktuellen Ziele eigentlich Sinn? Na gut, das hängt mit dem sehr, sehr, sehr tief zusammen, mit dem dritten Punkt. Beispiele, Familie gründen, mein alter Kollege im Sommer. Also hier nochmal ein konkreteres Beispiel. Ich habe im Sommer diesen Jahres, 2021, im August, mich mit einem alten Kollegen getroffen. Also es ist quasi, Harry heißt der, egal. Den kannte ich noch damals aus meiner ja, Callcenter-Zeit sozusagen, 2013, 2014, sowas. Und war ganz, ganz wichtig, ganz, ganz interessant. Der war damals in meinem Team und ich habe ihn da so ein bisschen halt ausgebildet und so in IT-Security und wie man da halt so Telesales macht und so weiter. Da war also wie gesagt, ja, über ein paar Monate hinweg halt Teil meines Teams damals, wo ich da halt so ein bisschen geleitet habe. Und ja, es ist so ein typischer Franke, ne? So ein typischer Bayer halt und Bayern-Fan und alles Mögliche. Und trinkt ganz gerne Bier und naja, gut. Und er ist so, ich weiß nicht, so 3, 4, 5 Jahre älter wie ich.
Und weil, wie gesagt, ich habe ihn jetzt seit längerer Zeit mal wieder im Sommer getroffen, weil ich dort eben etwas größeren zusätzlichen Auftrag hatte, ja, in meiner Marketingagentur und immer relativ große Firma mit viel Potenzial und so weiter und so weiter. Long story short, ich habe halt Leute gebraucht oder gesucht, die mich unterstützen, ja, im Telesales und so weiter oder Telemarketing. Und da habe ich ihn einfach angeschrieben, haben uns kurz getroffen, habe ihn zum Essen eingeladen und ja, also das Interview ist jetzt nicht so gut verlaufen, aber das ist jetzt nicht Gegenstand dieses Videos. Aber was er mir da erzählt hat, ist mir jetzt nochmal gekommen, und zwar ich mache mir schon seit, ja, seit einigen Jahren jetzt sozusagen, habe ich mir, ja, so, keine Ahnung, also 2014 oder so, 2015 habe ich mir zum ersten Mal mit den Gedanken gespielt, naja, vielleicht möchte ich doch irgendwie mal eine Familie gründen. Ja? Also die meisten machen sich diese Gedanken wesentlich früher, aber bei mir ist es relativ spät gekommen. Und aber bei diesen Gedanken letztendlich ist es geblieben bis heute. Ne? Das ist jetzt schon 6 Jahre oder 7 Jahre her. Und ich denke mal immer, ich brauche jetzt mindestens da irgendwie 1 Million Euro oder hier ein großes Haus oder 2 Häuser oder was weiß ich alles, ja. Um letztendlich, ich will auf gar keinen Fall zu diesen ja, Leuten gehören, die dann irgendwie dem Staat auf der Tasche liegen oder hier Kindergeld und was weiß ich alles, ja. Und also ich muss sozusagen mir erst ein riesiges Nest bauen, ja, um überhaupt dann anfangen zu können und so weiter. Und dieser Typ, der Harry eben, ja, aus dem Sommer, der war auch mal wieder Single, irgendwie, ja, das ist der häufiger mal, und ist aber knapp, also ist noch mal ein Stückchen älter wie ich, ja. Und der hat sich dann auch irgendwie ein Ziel gesetzt gehabt und gesagt, ja, ich habe jetzt irgendwie da sozusagen aus meinen ehemaligen Beziehungen habe ich da irgendwie schon mal sowas wie Tochter und Sohn gehabt irgendwie, aber noch nie ein eigenes Kind. Und das möchte ich noch irgendwie haben. Ja, also ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich rede jetzt von dem Kollegen, ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich möchte bis ich 55 bin, so viel Zeit gebe ich mir noch, möchte ich irgendwie ein eigenes Kind. Und weil ich eben sowieso nicht so viel Zeit habe und so weiter und jetzt hier auch nicht unbedingt so hoppla hopp irgendwie eine neue Freundin finde oder sowas, ja, die halt quasi auch noch in dem Alter ist, die das machen kann sozusagen, ja. Was hat er gemacht, der Harry? Der liebe Harry ist mal ganz kurz auf Ukraine-Date gegangen, DE. Ja. Und hat dort ein bisschen rumgeschrieben, ist da dreimal hingeflogen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Harry ist jemand, der quasi so ein bisschen von der Hand in den Mund lebt. Ne? Also der hat, glaube ich, irgendwie so 10.000 Euro auf dem Konto. Das ist so seine eiserne Reserve, sind 10.000 Euro, die fasst er nicht an. Ja? Und ansonsten, ich glaube, irgendwo eine Wohnung hat er, glaube ich, noch irgendwo auf dem Hinterland oder so, wo er gerade wohnt. Also komplett in der Pampa. Ich glaube, die gehört ihm auch noch irgendwie. Aber ansonsten hat er nicht so viel Vermögen oder sowas. Ja? Also, dass er sagen könnte, ich hole mir jetzt hier eine Frau aus Übersee und habe da irgendwie immens viel zu bieten oder so, ja, also quasi geldmäßig oder irgendwas, ja. Aber das ist dem einfach scheißegal, und das ist, der hat einfach sich ein Ziel gesetzt, ich möchte innerhalb der nächsten, ich glaube, das ist jetzt 53 oder so, da gibt sich irgendwie quasi noch 2 Jahre Zeit oder drei, zu dem Zeitpunkt, und gesagt, ja, viel Zeit habe ich nicht. Jetzt gehe ich auf ukraine.de, ja, auf ukraine.de und schreibe da ein bisschen rum. Ich weiß, da ist auch viel Schmäh dabei und viel Betrug und was weiß ich alles. Such mir da irgendwie eine, die halt quasi noch jung genug ist. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die jetzt halt so innerhalb von einem Jahr finde in Deutschland, ja, wie alt muss eine Frau maximal sein, dass sie noch ein Kind kriegen kann? Keine Ahnung, maximal Ende 40 oder Ende 30. So um die 40 vielleicht. Ich weiß nicht genau, was für ein Alter man da genau haben muss. Aber
Ja, ist mir alles zu langsam und so, zack, 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 ja. Und ja, ein paar Euro, also 10.000 Euro habe ich auf dem Konto, passt schon, ja. Und hat er dann tatsächlich gemacht, ne? Hat dann dreimal ist er, glaube ich, rübergeflogen, hat irgendwie da ein bisschen was, ein paar Mädchen gedatet, ich glaube gar nicht so viele. Und hat eine, der, eine von denen hat ihm gefallen. Sofort geheiratet. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile schon schwanger ist. Also keine Ahnung. Ja. Und das ist schon ganz interessant. Ich meine, der ist. Deswegen habe ich sie als vierten Punkt und Sinn. Ja. Wo ich mir quasi über seit 6, 7 Jahren irgendwie Gedanken mache. Ja, ich bin nicht genug oder habe nicht genug oder irgendwas, ja, um irgendwie Familie zu gründen. Es gibt ganz andere Leute, die sagen, hey, ich will jetzt einfach noch Familie gründen, ich will irgendwie noch mein eigenes Kind und was scheiße ich mir da, wie viel Geld ich habe oder so, irgendwie, das wird, irgendwie geht das schon durch, ja, irgendwie wird es schon passen. Und also Extrembeispiele sind natürlich die ganzen, sagen wir mal, etwas, ja, die Zurgroßsten, sagen wir in Bayern, ja, also die ganzen Immigranten und so weiter, also quasi, das ist nochmal eine weitere Stufe, die halt da mit Kind und Kegel ankommen oder, sagen wir mal, teilweise, also wirklich mit Sack und Pack, so also vorne ein Kind, hinten ein Kind, ja, und fünf Kinder oder irgendwas, wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen sollen, ja. Und also es gibt so viele, die sich einfach da um gar nichts scheißen, ja, um puncto Familie gründen, ja. Und deswegen dieser vierte Punkt Sinn, ja, packe ich das Ganze vielleicht nicht doch ein bisschen von der falschen Seite an, ja. Also vielleicht die Erkenntnis, ja, diese Erkenntnis hier, die vierte Erkenntnis. Definitiv nochmal ein Punkt, nochmal eine Sache, nochmal, um das Ganze nochmal ein bisschen zu überdenken. Will ich das wirklich eine Familie gründen? Das auch nochmal zu hinterfragen, eigentlich im Grunde. Und wenn ja, was sind die konkreten nächsten Steps? Ja, vielleicht ist es ukraine.de oder da einfach hinfliegen, keine Ahnung, mir irgendeine holen, Kind machen, fertig. Ja, dann ist das Thema aus der Welt. Ja, und wenn es da ist, das Kind, kriegen wir schon irgendwo eine größere Wohnung. Ja, also einfach machen, tun und weniger denken. So irgendwie in der Richtung. Also ist nochmal eine wichtige Erkenntnis. Also gut, dass ich den Typen getroffen habe, auch wenn er einfach für eine Zusammenarbeit hat es nicht gereicht, sagen wir mal so. Fünfter Punkt, Drive, Antrieb, was bewegt mich wirklich? Das habe ich jetzt gerade schon erzählt. Na gut, habe ich nochmal als zusammenfassenden fünften Punkt hier reingeschrieben. Das ist für mich ehrlich gesagt ein Wow, schon ein richtiges Wow-Erlebnis jetzt gewesen. Also gestern Morgen, heute Morgen, was mich jetzt auch veranlasst hat, dieses Video zu machen und zu teilen auf meine noch Mission Millionär Community. Ich werde den Kanal vielleicht mal irgendwie umbenennen wieder, weil Mission Millionär ist einfach zu abstrakt. Ja. Und die Leute können sich damit nicht identifizieren wahrscheinlich. Und schon gar nicht deutschsprachige irgendwie, die vielleicht auch gar nicht so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss ich mir vielleicht auch nochmal irgendwie was darüber Gedanken machen. Also, was in Gottes Namen? Diese vielleicht abschließend noch diese Frage mir selber zu stellen oder sich du die auch oder wer auch immer dieses Video sieht. Also plötzlich stehe ich von ganz alleine morgens um 5 Uhr auf. Also ich bin jemand, der eigentlich den Morgen hasst. Ja. Und das ist im Winter.
Also wenn im Winter irgendwie alles noch dunkel ist und wir haben hier aktuell in München Dauerregen und das zu Weihnachtsfeiertagen, also schlimmer geht's gar nicht. Ja, also wenn es wenigstens schneien würde, dann wäre es romantisch. Ja. Aber wir haben hier Dauerregen, es ist kalt, es ist nass und interessiert mich nicht die Bohne. Ja, und das ist jemand, der sehr stark vom Wetter abhängig ist, der noch vor einer Woche, wenn ich sagen wir, um 8 Uhr aufgestanden bin und um 8:30 Uhr geht es los mit der Arbeit im Homeoffice, sagen wir mal so, ja, habe ich 3 Kaffee gebraucht, um überhaupt starten zu können. Ja, das ist gerade mal eine Woche her, ja. Und jetzt bin ich schon seit einer Stunde fast wach. Wir haben jetzt 5:53 Uhr. Und um 4:54 Uhr bin ich von alleine aufgewacht. Wir haben noch keinen einzigen Kaffee getrunken. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis, einen zu trinken. Also, ich mache jetzt hier dieses Video. Ja, habe dieses Video geschrieben, habe mich hingehockt, habe hier dieses Slide runtergetippt, mir ein paar Gedanken dazu gemacht und nehme jetzt gerade dieses Video auf hier bei Minute 25. Ja, wir sind schon bei Minute 25 hier. Also, das ist schon was mir so einen kleinen Wow irgendwie gibt. Und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, mir die Active Campaign Udemy-Kurse durchzuackern. Weil es vielleicht auch ein paar Sachen dabei sind, die ein paar Probleme für mich lösen könnten, die ich aktuell habe. Da geht es um Datensynchronisierungen, ja. Also, eines der Themen überhaupt, Datenqualität und verbessern, ja, oder aufrechterhalten und Datensynchronisierung, ja, also zwischen unterschiedlichen Firmen und von System zu System. Ich habe dann versucht, mich in dieses Zapier mehr reinzuarbeiten. Für mich ist es eine Katastrophe. Also, besonders in Verbindung mit Clicktip, irgendwie hakt es da ständig. Bei Active Campaign habe ich da gar keine so großen Probleme gesehen. Das hat irgendwie alles besser funktioniert. Deswegen kann ich es nicht erwarten, mir diese Udemy-Kurse dort reinzuziehen. Ja. By the way, Udemy ist einfach eine super Plattform, die hier neue Themen, meistens leider nur Anfängerkurse. Also das ist halt, wenn du sozusagen in die Tiefe gehen möchtest, dann musst du dir andere Quellen suchen. Halt vielleicht auch teure Kurse, Mentoren und so weiter. Aber so Praxisanfänger, wenn du ein neues Thema hast und dir nicht ganz sicher bist, kannst du natürlich auch alles auf YouTube finden. Aber wenn du einfach mehr Struktur brauchst. Was mich auf YouTube enormst nervt aktuell, ist, dass es keine Videos mehr gibt ohne diese verdammten Scheißwerbung dann vorne dran. Das heißt, du bist ja ständig, du bist quasi zwangsernährt mit dieser verdammten Werbung, selbst wenn du dir irgendwie ein Tutorial anschauen willst, ja. Also ich meine, wenn du dir halt quasi, je nachdem, was du dir halt an Videos reinziehst, aber es gibt halt gar keine Videos mehr. Es ist quasi alles zwangs beworben jetzt. Das sehe ich sogar bei meinen Videos, wo ich noch gar kein Recht dazu habe, dort zu bewerben. YouTube sagt, ja, bewerbe ich trotzdem, ja. Und Udemy, um auf das nochmal zurückzukommen, ist halt einfach, wenn dort zum Beispiel diese Rabatttage sind, jetzt zum Beispiel Jahresend-Rabatt-Rallye-Sales. Da kriegst du dann für 13, 14, 15 € kannst du dir einen Kurs kaufen und dort hast du quasi ohne Werbung strukturiert dann ein Thema von A bis Z, sagen wir mal, einen Einblick. Ja, wenn du dann sozusagen mehr willst, mehr brauchst, quasi bis zum Ende, je nachdem welches Thema es ist. Also es gibt dort sehr, sehr gute, sehr ausführliche Videos, Kurse zum Thema Photoshop zum Beispiel. Aber so Themen, die für mich relevant sind, wie ein neues Marketing-Tool, ein neues CRM oder sowas, ist relativ dünn. Also da musst du dann halt schon woanders auch die sozusagen oder dich selber halt irgendwie reinarbeiten oder so Zertifizierungskurse machen und so weiter. Und die kosten dann teilweise schon
auch oder Mentoring-Programme und so, die schon 1000, 2000 € kosten dann. Aber so für den Start ist Udemy super. Also es ist letztendlich nichts anderes, wie wenn du dir ein Taschenbuch kaufst zu einem bestimmten Thema und das einfach durcharbeitest innerhalb von einem Tag oder zwei. Und ich bin ja mehr so ein eher Audio, Visio, so visuell, Audio, Typ. Also über Videos kann ich sehr viel schneller lernen, meistens, besonders bei so Sachen wie halt irgendwelche Tools, wo es halt einfach dann gezeigt wird, dass da kannst du aus Büchern, das kannst du vergessen. Ja. Ich weiß noch die Zeit wie vor 20 Jahren, also wenn ich mir da ein Thema reingezogen habe, na, wie zum Beispiel irgendwie Java-Programmierung oder sowas. Dann habe ich mir immer die DVDs gekauft von Video to Brain, ja. Weil es einfach besser, einfacher war, als wie jetzt über so ein Buch mir ja, als Nachschlagewerk vielleicht. Ja. Aber egal, okay, jetzt bin ich abgeschweift. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Und ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich jetzt mit diesen fünf Erkenntnissen vielleicht hier auch eine Erkenntnis bieten oder sagen wir mal irgendwie einen Anstoß geben, sich diese Weihnachtsfeiertage nochmal dazu zu verwenden, der eine oder andere mag jetzt vielleicht sagen, Thomas, ruh dich doch mal aus, ne? Wenn du quasi so eine Art Burnout, und das ist vielleicht abschließend nochmal ein richtig, richtig, richtig Wahnsinns, Wahnsinns, Wahnsinns wertvolle Erkenntnis, die ich jetzt hier in diesem Moment gerade habe. Ja. Das Thema, ja auch Corona oder auch Probleme, psychische Art und so weiter, geistige, was halt viele wahrscheinlich aktuell auch haben, Herausforderungen, Überarbeitung, was weiß ich. Ich glaube, die allerwenigsten sind tatsächlich überarbeitet in Deutschland. Ich glaube, es geht uns alle viel zu gut. Aber ich verstehe das schon, woher das kommt. Denn ich hätte auch diese, sag mal, Burnout, ja, oder sag mal, die Anmutung, also quasi, dass du das Gefühl hast, du hast keinen Antrieb mehr oder du gehst irgendwie auf einen Burnout zu oder irgendwas, ja, kommt nicht vom vielen Tun. Also, das ist auch wirklich eine Fehlinterpretation von Burnout. Es kommt nicht von viel Arbeiten. Viel Arbeiten ist nicht der Grund für Burnout. Sondern Burnout kommt von viel, wenn du viele Dinge tust, die für dich keinen Sinn mehr ergeben. Ja. Die nicht neu sind. Ja, Punkt 1. Punkt 4, keinen Sinn ergeben. Punkt 1, die nicht neu sind. Also wenn der Mensch immer wieder neue Dinge sich als Herausforderungen sieht, also zum Beispiel jetzt zwei, drei neue Kurse, ein völlig neues Tool, mit dem ich noch nie was zu tun hatte. Ich ziehe mir einen Kurs rein, bin unheimlich motiviert. Ja, ich stehe automatisch um 5 Uhr morgens auf. Ich kann es gar nicht erwarten, mir den Kurs reinzuziehen. Ja. Solche Phasen habe ich immer wieder. Leider hält es nicht so an, ja, so dauerhaft, aber vielleicht kann man da auch noch arbeiten. Aber wenn ich jetzt den Gedanken mache, ja, angenommen, ich hätte jetzt einen Job oder ein Business, wo wirklich jeden Tag was Neues ist. Oder sagen wir, jeden dritten oder fünften Tag. Ja, immer wieder neue Kunden. Ja. Oder verstehst du, was ich damit sagen will? Also, was kann ich daraus ziehen? Was kann ich daraus lernen? Wenn es so unheimlich wichtig für mich ist. Ich glaube, auch für viele andere Menschen ist es wichtig. Denn ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein Sonderling bin. Ich glaube, dass viele Menschen so ticken, mehr oder weniger gleich. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Dass sich dann mein System sagt, hey du, ja, ich bin hellwach, ich bin fit, ich bin leistungsbereit, ich will
Weil so ein neues Thema lernen innerhalb von ein, zwei Tagen, das ist ja nicht etwas, wo man sagt, da ist nichts passiert. Ja? Aber es ist was Neues. Es ist, das ist quasi Gehirntraining. Ja? Und ich bin inspiriert. Ja? Und das ist schon wirklich sagenhaft. Ja, das wollte ich jetzt nochmal abschließend sagen. Dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich mal sagen. Bis dahin, dein Thomas Klein. Bye bye, ciao, ciao.